Hallo, hier ist wieder euer Team React, wieder mit Let's Play SimCity und ja, hier sind wir wieder im Spiel und wir gucken gleich mal, was wir als nächstes machen müssen hier. Rumgammeln. Schon wieder ein Quest. Nein, ich baue nicht den Turm des Bösen, egal wie oft ihr mich das fragt. Warum nicht? Tu es. Ich weiß, du willst es auch. Die ersten Einwohner haben schon ihre Dichte erhöht. Ja, Freu wir dich nehmen jetzt doch. mal die Zeit ein bisschen schneller, denn wir warten immer noch darauf, genug Geld für eine Wand der Polizeiwache zu haben. Während wir im Hintergrund unsere Kredite abbezahlen. Du könntest bei mir eine kaufen oder mieten. Du Polizeistation. weißt Ja, ja. ja, wie das geht. I know what you mean. Mal gucken. Ich habe vier Stück. Polizei. Ja, ich kann davon aber keinen. Das ist Ah, blöd. doch, ich kann dich anklicken und kann jetzt immer noch keinen anfordern. Also, ich gucke mal, Also ob ich Fahrzeug nicht. anbieten. Nein, du musst es mir geben. Ich kann dir keine. Ich kann dir nur Sachen anbieten. Ich biete dir eins an. Jetzt habe ich dir eins zur Verfügung gestellt. Oh, das ist aber nett von dir. Viele Krankenwagen habe ich eigentlich? Oh, lol. 10 Stück. 2 Feuerwehrwagen. Okay, auch gut. Hast du eine Schule gebaut? Nein, da habe ich da kein Geld über. Sollst du nicht tun. Jo. Mal sehen, was mache ich denn, damit sie jetzt ihre Dichte dann mal erhöhen? Feuer in der Stadt. Wo liegt dein Problem? Brände werden alle gelöscht. Aber nun gut. Mir fällt gerade mal so auf, dass ich nur zwei Zugänge zu meinem Wohngebiet habe. Das werde ich jetzt mal ändern. Ich frage gerade, was hier unten im Gewerbegebiet abgeht. Hier tanzt der Bär. Geht gar nichts mehr. Hier staut sich der Verkehr ohne Ende. Oh, Quests, neue Quests. Was gibt's hier für ein Quest? Nein, wir wollen keine Touristenstadt werden. Was wollt ihr mir hier andrehen? Sie wollen jetzt bei mir, dass ich ihnen. Nein, Monster Truck Rally gibt's auch nicht. Die wollen, dass ich Busse baue. Oh mein Gott, die Feuerwache will schon wieder irgendwas. Sie wollen eine Feuerwerkshow veranstalten. Schon Wir wieder. erinnern uns zurück, bei der letzten Feuerwerkshow ist ein Industriegebiet abgebrannt und wir haben keine Belohnung erhalten. Ich glaube, wir machen es nochmal. Also ich gebe dir kein Geld, wenn es schief geht, ne? Ach, wir sollen dafür sorgen, dass es weniger als 5 Brände gibt. Wie sollen wir denn bitte dafür sorgen, wenn die hier alles abfackeln? Das ist Genius, wirklich. Wenn es brennt, brennt es. Ah, meine Industrie entwickelt sich schon. Ich habe hier schon Industriegebäude der Dichte 2. Auch gut. Was, Touristenstadt? Nee. Wir machen hier Party. Auch meine Feuerwehr scheint anscheinend ganz gut mitzukommen. Ein Haus ist erst abgebrannt hier. Wie viele Einwohner hast du? 5600. Okay. Scheint zu laufen momentan mit dem Quest. Erfreulich. Was, ein niedergebranntes Gebäude pro Tag? Was zur Hölle? Wenn es nicht mehr ist. Also ich zähle 3 Brände.
viele Tote pro Tag habe ich denn? Einen. Ich hoffe, ich kriege diese 50.000 gleich. Die werden mich nämlich echt gebrauchen. Das glaube ich. Muss es bis zu dem bestimmten Punkt hier jetzt weitermachen, dass ich meine Dichte jetzt erhöhe. Laut meiner Zählung sind es 4 Wände, die ein bisschen aufgebaut sind. Es sollen weniger als 5 bleiben. Okay. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Sonst ist meine Kriege wie wieder umsonst abgebrannt. Ich find's amüsant. Dieses Spiel allgemein ist ziemlich amüsant. Ja, das stimmt schon. So, seid ihr über den Punkt drüber? Nein, ihr seid noch nicht drüber. Ihr wollt Busse haben. Ja, wir haben die 50.000 bekommen. Oh, auf dem Fußballplatz spielen sie gerade. Wer spielt denn hier? Der erste FC Köln gegen Fortuna Scheißdorf. Marina Heckmann spielt Fußball. Herkunft Fußballplatz. Ja. Da sehe ich was. Es gibt Leute, die leben den Fußball, wortwörtlich. Das ist hier Damenfußball, gelb gegen orange. GG. Was, wenn wir hier was haben? Ach, sie wollen mehr Wohngebiete haben. Alles zu seiner Zeit. Ich reiße erstmal die Trümmer ab, die hier entstanden sind. Weil die Feuerwehr zu blöd ist, Brände im Schacht zu halten und dann auch noch eine sinnlose Feuerwerkstufe anschaltet und die das alles niederbrennt. Jetzt kommt der epische Moment, an dem wir endlich unsere unsere Polizeiwache errichten können. Ah, ich hab schon eine. Du holst ja die ganze Zeit von mir den Polizeiwagen. Oh, sie haben jemanden eingeknastet. Eingeknastet. Kommt, Kollegen, das freut doch das Gemüt. Los, los, los. Wieder ein paar Menschen glücklich gemacht, indem ich ihnen einen Baseballpark gebaut habe. Baseball. Oh, hier ist jemand traurig. Er sieht sich die Kriminalität nicht länger an. Tja. Haut er jetzt ab oder was? Keine Ahnung, also eine Polizeiwache habe ich ja. Aber mehr als Leute einbuchten kann die auch nicht. Ach, die sind einfach nur pingelig. Alle Wagen auf Patrouille. Okay, dann brauche ich mal ein paar Parkplätze dazu, ne? Was? Ein scheiß Parkplatz kostet mich 10.000. Habe ich mir auch gedacht. Für 2 Wagen bezahlst du 10.000. Ja, ich will mal hoffen, dass diese Investition es wert war. Also ich habe noch welche über. Oh, was geht denn hier ab? Oh, sie bauen gerade das erste Hochhaus, wie mir scheint. Was, nach einer Mordserie in Nürnberg flüchtete Täter über die Grenze nach Müngersdorf, ist die Polizei darauf eingestellt. Ich denke mal, ich habe 8 Polizeiwagen, also wird das schon klappen. Der Sack soll mir mal ankommen. Bei mir wird gerade das erste größere Gebäude gebaut.
Ich stelle meine Steuer noch nicht runter. Ich habe keine Lust, dass sie ihre Dichte erhöhen. Du bist auf der zweiten Dichte, ne? Auf der dritten schon. Ich lasse die nicht so weit kommen. Wobei, nein, das ist die dritte. Nee, doch, zweite Dichte. Ja, dritte hätte mich jetzt stark gewundert. Ja, dritte ist größer. Ich habe die Steuern hochgestellt, damit sie sich nicht entwickeln, weil ich die noch so ein bisschen ausquetschen will. Alle Wagen auf Patrouille. Okay, baue ich nochmal zwei Wagen. So, jetzt habt ihr sechs scheiß Wagen. Das soll wohl reichen. Ihr wollt einen Busbahnhof? Also einen Sack haben sie schon mal eingeknastet hier. Gut, der Mörder von dir ist tot, ne? Richtig so. Der haben sie abgestochen. Ziemlich bescheuert, dass eine Bushaltestelle 200 kostet. Ja, das ist schon ein stolzer Preis. Habe ich kein Geld mehr, um die Bushaltestellen zu platzieren. Auch Genius. Jetzt, wo wir mal ausnahmsweise ein bisschen Geld über haben, können wir auch mal dafür sorgen, dass wir mal hier unten noch einen zweiten Arzt einrichten und eine zweite Feuerwache. Weil wir für die Feuerwache schon kein Geld mehr wieder haben. Aber ein zweiter Arzt ist schon mal ein guter Schritt, finde ich. Ja, den habe ich auch setzen müssen. Wir könnten mal wieder einen Blick auf den Strom werfen, wo wir langsam mal nachlegen müssen. Wasser geht noch. Und Abwasser geht auch noch, aber wir müssen langsam mal neue Windkrafträder bauen. Aber zuerst eine zweite Feuerwache. Für den Fall, dass mal wieder irgendwas brennen sollte. Oh, die bauen hier schon gerade schöne große Häuser. Im Übrigen haben wir es jetzt schon in Folge 3 geschafft. Beziehungsweise Folge 5, aber Folge 3 auf dieser Map. Wer weiß, ob meine alte Stadt zu diesem Zeitpunkt noch gestanden hätte. Bezweifle ich. Ich glaube nämlich, dass die ziemlich derbe abgebrannt wäre. Polizei nimmt viele Verdächtige fest. Nürnberg ist dankbar. Ja, siehst du? Ja, also ich hatte auch Polizeiwagen, aber die knasten irgendwie nicht wirklich viele Leute ein. Ich nehme deine halben Kollegen fest. Richtig so. Flüchten diese netten Leute eigentlich nur über die Straßen oder rennen die auch querfeldein? I don't know. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich Wer glaube, weiß, wenn ich wer gleich weiß. meine Glücksspieldinger baue, baue ich gleich einen tollen Tunnel dahin, dass sie nämlich nur durch diesen Tunnel flüchten können und dann sitze ich dann der Polizeiwache vor. Wenn der Polizeiwagen dann aber nicht da ist, ist das irgendwie so ein bisschen fail, ne? Ja, in der Tat. Das wäre schon irgendwie fail. So, dann lasse ich sie jetzt mal die Dichte erhöhen. Gleich können wir unseren ersten Kredit auslösen. Das ist ja schön, das machen wir jetzt erstmal. Also 25.000 gemacht oder was? Ja, der wird ja mit der Zeit abgezahlt. Ja, wie viel hast du Ich dafür habe. zu rechnen? Hast du 50.000 aufgenommen? Ne, 25er hatte ich. Okay. Ich habe noch keine Finanzabteilung, deswegen kann ich noch gar nicht nehmen. 50.000er kannst du aufnehmen, So. wenn du das Rathaus erweitert hast. Ja, aber hast du ja noch nicht, ne? Ich mein Rathaus, also ich habe aus dem Gemeindehaus ein Rathaus gemacht. Lol, hier steht, man braucht ein Rathaus in der Region und das ist angeblich nicht vorhanden. I don't know, ich habe hier mein Rathaus stehen. Ich brauche als nächstes 15.000 Einwohner, um das Upgrade zu erhöhen. So, es braucht eigentlich nur noch eine zweite Polizeiwache da oben und dann sind doch alle glücklich.
Müllabfuhr kommt auch noch ganz gut mit. Und die Verbrechen sind auch gesunken. Die Polizei hat zwei gerechte Gefängniszellen und alles ist gut. Allerdings mangelt es schon wieder an Wohngebieten, wie eigentlich immer. Deshalb So, wo? wollen sie hier die mittlere Einkommensschicht immer haben. Also, wo ist denn hier jetzt noch gleich mein Kohle? Vorkommen. Da haben wir es. Da. Nicht vor. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir noch was Schönes bauen. So ein Skaterpark ist ja was Schönes. Den bauen wir jetzt erstmal hier hin. Dann bauen wir auf die andere Seite. Was wollt ihr? Eine Feuerwerksshow? Oh, eine ganz lustige Sache. Nee, das macht ihr jetzt nicht. Wir bauen einfach zwei Skaterparks, passt schon. Nehmen schon wieder bei dir diverse Leute fest. Ist doch schön. So, wir kümmern uns jetzt erstmal um ein zweites Windrad, würde ich sagen. Was? Lieblingsbürgermeister? Wow. Wir werden definitiv die großen Windräder bauen. Aber dafür brauchen wir erstmal eine verlängerte Straße hier. So, und schon haben wir wieder genügend Strom. Das Windrad läuft gleich noch an. Ja, jetzt haben wir's. Muss ich mal hier hinten so ein bisschen abreißen gleich. Denn wir werden jetzt gleich mal hier ein bisschen das Stadtbild verändern auf dieser Ecke hier. Ja, hier werden bestimmt nicht Leute der dritten Stufe einziehen. Könnt ihr euch sonst wohin stecken?
So. Wolltest du nicht ein Kohlekraftwerk bauen? Nein. Ich habe mich Weil ich umentschieden habe. auf Windenergie. Ich habe jetzt nämlich Kohle zur Verfügung. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir jetzt auch leider schon wieder Schluss machen müssen hier. Aber einen kurzen Blick können wir noch in die Statistiken werfen, denn es sind schon wieder 2000 Einwohner verschwunden. Bei ihm verschwinden einfach Einwohner und der Sinn und Verstand. Ja, ich habe gerade eben Scientology. ich habe ein paar Häuser abgerissen. Aber okay, ja. Nochmal kurz in die Finanzen reinschauen. Einnahmen, Ausgaben, ja klar. Gab es hier nicht mal irgendwo noch eine andere Ansicht? Nein? Auch gut. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir melden uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind das Team React. Bis zum nächsten Mal.